Uhr 40, 45 begleitet mich eigentlich schon eine ganze Weile. Leonore 40, 45, lieber Mann, das sagte mir alles gar nichts. Ohne es je kennenzulernen. Für mich war das komplett neu. Wirklich kennenzulernen. Aber als ich dann die Noten geschickt bekommen habe, habe ich dieses Stück sehr schnell lieben gelernt. Also ich hatte ja von Liebermann schon einiges gehört, hatte ihn auch getroffen während seiner zweiten Intendanz in Hamburg und kannte also seine Musik. Als ich hörte, das ist im Gespräch, also Leonore 4045, war ich gerade Dozent in Lübeck und habe da mal in der Bibliothek nachgeguckt und da gab es kein Textbuch, keine Partitur und auch keinen Klavierzug, aber die Arie der Huguette, die jetzt bei uns Yvette heißt. Das heißt, es war ein wunderschönes Lied, was fast ein bisschen jazzig harmonisiert war. Das ist seine Art der Zwölftonmusik, weil er komponiert ja nicht wie Schönberg, sondern eher kommt so aus dieser Schule von Wladimir Vogel mit Hexakkorden, wo das eigentlich sehr interessant, sehr jazzig klingt. Er hat ja auch einen Background in Songs, hat Lale Andersen begleitet und so. Schaut her, ich bin's, der rettende Engel. Ja, es sind einfach so viele hübsche, kleine Sachen drin. Also immer wieder Zitate aus anderen großen, wunderbaren Opern. Manchmal ein bisschen Wagner, manchmal ein bisschen Baiazzo. Und es ist einfach ganz entzückend eingebaut, sodass dieses Stück ein bisschen merkwürdig ist, aber auf jeden Fall wunderbar zu hören, für das, dass es eigentlich moderne Musik ist. Und einfach ganz viel Spaß macht, sowohl zum Singen als auch sehr wahrscheinlich zum Zuhören. Alles endet sich zum und ich haben uns überlegt, dass das Ganze von der Anmutung her so was sein könnte wie ein Fronttheater. Das gab es ja so aus Brettern aufgeschlagene Buden mit irgendeinem Vorhang davor und da wurden Schauspieler und Sängerinnen wurden da an die Front geschickt, ja, um den Leuten ein bisschen Zerstreuung zu bieten. Und es gibt auch überall in diesem Bühnenbild so Klappen, die für andere Situationen dann plötzlich aussehen können, als ob ich im Bunker wäre oder als ob da Skischappen wären, durch die geschossen wird. Also wir sind ja wirklich sehr, sehr getreu. Wir spielen hier natürlich ein Stück. Der Sohn im Stück, der ist nämlich Klarinettist und der übt auch. Ne? So, wir sind hier im ersten Bild vom Stück. Das ist auf der linken Seite eine deutsche Familie und auf der rechten Seite eine französische Familie. Also drüben deutsch, das ist so diese ja, Gründerzeitmöbel und der Dürerhase und ein, wie man sieht, ein Volksempfänger. Und da gibt es auch für Durchsagen dann so eine Fahne, die da aufgeht. Alle, die im Besitz eines Wehrpasses sind, haben sich einzufinden. Nein. Doch. Und beide Familien, die haben als Hintergrund von ihrer Wohnung haben sie so Zerrspiegel, weil wir uns gedacht haben, merkwürdig, also jeder sieht seine Welt irgendwie anders. Und das ist ja auch so ein typisches Jahrmarkt-Stilmittel, also diese Zerrspiegel.
wo man gerne über sich selber lachen kann, weil man plötzlich so anders wird. Ja. Die Welt, in der wir leben hier, die ist auch so ein bisschen durcheinander geraten. Also hier zum Beispiel, was wir an dieser Wand sehen, das ist ja die Eingangstür zu der Wohnung. Und dementsprechend hängt dieses Gemälde von dem französischen Hahn eben auch schräg über dem Kopf. Das ganze Gebäude ist ja, wie man sieht, wenn man hier durchgeht oder auch die Wände anguckt, es ist alles krumm und schief und man weiß nicht, wie lange das alles hält. Leonore 4045 ist 1952 in Basel uraufgeführt worden, war ein gigantischer Erfolg. Und dann verließ das Stück die Schweizer Grenzen, wurde in Deutschland, Österreich und auch in Italien gespielt und wurde dort zu einem gigantischen Skandal. Man sollte es einfach verhüten. Also man darf vielleicht vereinfacht sagen, die alten Nazis, die im Zuschauerraum saßen, mochten dieses tagesaktuelle Stück mit der Verbrüderung von ehemaligen Feinden überhaupt nicht akzeptieren. Und es kann auch sein, dass sie nicht auf der Opernbühne erinnert werden wollten, an das, was für sie erst vor 14 Jahren zu Ende gegangen war, nämlich dieser gewaltige Krieg, in dem sie halt mehr als knöcheltief drinsteckten. Was auch spannend war, dass es eben um eine Zeit ging, die ich über meinen Vater und meinen Großvater kennengelernt habe, also aus Erzählungen. Das heißt, mein Vater war halt in den 40er Jahren auch in Frankreich als junger Soldat und hat genau solche Sachen erlebt. Das heißt, so Nachtclubs, wo er dann reinging, wo er dann seine Waffe abgegeben hat, obwohl er das eigentlich gar nicht durfte. Dann war der befehlshabende Offizier, hat ihn dann da gesehen und gesagt, Weber, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen, hier Ihre 08 an der französischen Garderobe abzugeben? Diese Stimmung, die damals war, also die war eigentlich relativ friedlich, aber eben auch surreal. Diese Stimmung habe ich in der Oper halt wiedergefunden und das war spannend. Also mein Großvater war auch im Generalstab eine Zeit lang in Paris und da kommt also viel, ja, wie soll man sagen, auch persönliche Familiengeschichte einfach hinzu. Also für mich was kompliziert dran zu gehen, diese ganze Geschichte eben, unsere Vergangenheit, ich als Deutscher, ne, da hatte ich eigentlich in keinem Stück bisher mit zu tun gehabt. Ja. Aber da den Zugang zu finden, eine gewisse Leichtigkeit auch, die einen diskutieren lässt und darüber nachdenken lässt, das war die besondere Aufgabe dabei. Ja. Es hat sich ein bisschen wie eine Uraufführung angefühlt. Wenn man jetzt ein Stück inszeniert, was eben schon 3000 Mal inszeniert worden ist, was sozusagen aus dem Opernkanon stammt, dann ist es was völlig anderes, als wenn man jetzt von einem Komponisten, der nicht so im Bewusstsein der Zuschauer ist, inszeniert und auch ein Stück, was eben so lange nicht gespielt wurde. Es fühlt sich an wie eine Urführung, das heißt, man muss wirklich die Geschichte erzählen. Man kann um diesen ganzen Regietheaterquatsch so ein bisschen drumherum kommen. Also es muss ich sagen, ist wirklich eins der spannendsten Projekte so der letzten Jahre gewesen, weil wirklich Zeitzeugen über ihre eigene Zeit eine Oper machen. Ne? Gerade eben der Heinrich Strobel, der Librettist, war ja in Paris, kannte diese Leute, um die es ging. Deshalb wurden ja auch die Namen nachher verändert. Da gab es einen kleinen Prozess. Und das ist eigentlich das Interessante, wenn man immer wieder was Neues ausgräbt, zu neuen Schlussfolgerungen kommt. Und das hat es wirklich spannend und spaßig gemacht für mich.